Der Irrsinn der Diätlogik, Teil 2. Am Anfang können viele nicht glauben, dass das, was sie jahrelang angewendet haben, tatsächlich nicht funktioniert. Denn sie haben die Wirkung der Diäten nicht so ganz bis zur letzten Wahrheit serviert bekommen. Es kommen Gegenargumente auf, denn eigentlich haben wir gelernt, dass die Diäten schlank machen sollen und wir selbst anscheinend diejenigen sind, die nicht richtig funktionieren, da wir ja immer dicker werden, je mehr Diäten wir machen. Ich selbst lag nächtelang wach und ging alle Möglichkeiten durch, warum die Diäten das Problem sind und nicht wir. Meine Vergangenheit wurde mir zu dieser Zeit zu meiner engsten Beraterin. Mit dem Denken verhält es sich wie mit der Bewegung auf der Erdkugel. Wer immer geradeaus denkt, kommt zwangsläufig an seinen Ausgangspunkt zurück. Wolfgang J. Reuss. Der Hunger wird über unterschiedliche Körpermechanismen gesteuert. Inzwischen haben die Wissenschaftler das Hormon Ghrelin, umgangssprachlich das Heißhungerhormon, wissenschaftlich und fundiert untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass dieses Hormon durch Hungermaßnahmen in seiner Wirkung beeinträchtigt wird, was dazu führt, dass wir mehr Hunger verspüren als Menschen, die keine Hungersnot hinter sich haben. Hier ein interessanter Artikel, Verlinkung auf meinem Blog. Das, was an dieser Stelle wichtig zu betonen ist, ist die Tatsache, dass dieses Hungerempfinden nichts mit der sogenannten Faulheit und Disziplinlosigkeit der Betroffenen zu tun hat. Es ist eine Hormonstörung. Vielmal hat man in der Vergangenheit über Menschen berichtet, die den gängigen Suchtmitteln verfallen sind. Nikotin, Alkohol, Drogen, Medikamente. Aber auch das Essen kann zur Sucht werden. Wenn man beginnt, das Essen als Mittelpunkt des Denkens zu integrieren, was durch Diäten sehr schnell passiert, artet es im schlimmsten Fall zur Suchtkrankheit aus, mit verheerenden Folgen wie sozialer Abstieg und körperlicher Verfall. Millionen Menschen sind davon abhängig, ganz bestimmte Nahrungsmittel, die besser als Suchtmittel zu bezeichnen sind, zu konsumieren. So hängen Millionen Menschen von der Alltagsdroge Essen ab. Sie leben mitten unter uns, eine Gruppe von völlig unauffälligen Süchtigen. Jede Fressorgie folgt unweigerlich eine scheinbar unüberwindbare Verzweiflung, Wut und Hilflosigkeit. Im Glauben an die Einzigartigkeit dieses Handelns isoliert man sich. Und so schließt sich der Teufelskreislauf aus Essen und Hungern, dessen Wirkung eine immer größere körperliche und seelische Last ist. Bei einem Vergleich von Esssucht und Alkoholismus wurde herausgearbeitet, dass Essen und Hunger Suchtmittel sein können, die den Charakter harter Drogen haben. Sie weisen die Merkmale körperlicher Abhängigkeit auf. Ich habe eine Diät gemacht, dem fetten Essen und Alkohol abgeschworen. In 2 Wochen verlor ich 14 Tage. Joe Jerry Lewis. Man kann erkennen, dass ein Essverbot nur das Verlangen nach Essbaren steigert. So maximiert jedes Essverbot nur den Fresszwang. Der Fresszwang wird umso stärker, je länger man versucht, diesen zu unterdrücken und führt unweigerlich zu einem unkontrollierbaren Fressanfall mit der Konsequenz, dass man sich bis zur Übelkeit vollstopft. Denn Essverbote werden immer zu einer Handlung führen, die Erleichterung verschafft. Und ein Leben unter Heißhungerattacken weist keine Qualität mehr auf, sondern stellt einen Dauerqual dar, was jeder, der je darunter litt, bestätigen kann. Diäten stören den Gehirnstoffwechsel und machen depressiv und ängstlich. Alexander von Schönburg schreibt, die Diätindustrie ist inzwischen der einzige Wirtschaftszweig, der in Europa und Nordamerika kontinuierliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen hat. Doch das allermeiste Geld fließt in die Behandlung von Herzinfarkten, Bluthochdruck, Diabetes, gewichtsbedingten Gelenk- und Rückenproblemen. Die Industrie hat die Folgen der Fresssucht als Wachstumsmarkt entdeckt. In den Vereinigten Staaten werden jährlich 3 Milliarden $ für chirurgische Eingriffe zur Reduzierung des Magenvolumens ausgegeben. Durch eine Abmagerungskur gerät das Gefühlszentrum im Gehirn in Panik, was unsere Urinstinkte des immer noch im Genom vorhandenen Steinzeitmenschen wieder mobilisiert. Das führt zu Tunnelblick und Stresshormonausschüttung und artet in einen unkontrollierbaren Fressanfall aus. Daher frage ich dich, muss es denn dazu kommen? Die Antwort lautet nein. Doch nicht alle Menschen, die Diät machen, bilden auch Essstörungen aus. Eine schlanke Frau, 25 Jahre, 1,68 m, 62 Kilo, berichtet.
Ich habe mal eine Ernährungsumstellung gemacht. Keine Süßigkeiten, Alkohol, Fett und einige Pfunde sind gepurzelt. Von Diäten halte ich nichts. Mein Gewicht nimmt bei der Menstruation um 1 bis 1,5 Kilo zu und wieder ab. Gesunde Ernährungsumstellung ist besser und andere Mittelchen sind Quatsch. Gutes Fett und etwas Sport sind meine Schlankmittel. Ich esse in der Regel um 9 Uhr in der Früh, mittags um 13 Uhr und am Abend um 18 Uhr. Zum Frühstück gibt es am Esstisch in der Küche meist ein Käsebrötchen. Zum Mittag ist es vielseitig und abends meist belegtes Brot. Dazu trinke ich Apfelsaftschorle und Selta, ca. 1,5 Liter am Tag. Ich esse nichts, worauf ich keinen Appetit verspüre und selten sind es Fertiggerichte. Außerdem achte ich schon bewusst auf die Mengen. Ich esse eher wenige große Mahlzeiten am Tag und stille meinen Hunger wegen Zeitmangel nicht immer sofort. Vom Teller wird nur das, was mir schmeckt, gegessen und das, was mir am besten schmeckt, immer zuerst. Ich kann nichts Spezielles nennen, was meine Lieblingsspeise wäre. Hunger ist für mich eine Leere im Magen und Appetit auf bestimmte Sachen. Es gibt schon leckere Sachen, auf die ich manchmal Appetit habe, aber wenn man satt ist, ist man halt satt. Heißhunger kenne ich auch. Er wechselt öfters. Manchmal ist es süß, manchmal deftig. Ich nasche gern, sowas wie Schokolade oder Gummitiere am Nachmittag. Auch mal abends, ca. 50 Gramm vor dem Fernseher. Insgesamt 2-3 Mal die Woche. Ich achte schon darauf, mich gesund zu ernähren. Ein Schaumbad ist mein Entstresser Nummer 1. Bewegung habe ich wenig. Ich habe eher geistige Arbeit zu leisten. Das gleiche ich mit einem kleinen Spaziergang aus, aber ich habe Lieblingssportarten wie Schwimmen und Radfahren, was ich aber auch nicht regelmäßig mache. Bei Langeweile mache ich meist den Haushalt oder schaue fern. Wenn es mir so richtig gut geht, gehe ich shoppen. Zitat Ende. Schlankheitsmittel sind ohne Frage wirkungslos, denn sie halten nicht, was ihre Werbung verspricht. Der größte Teil der per Werbebrief, Zeitschriften, Annoncen oder Internet angebotenen Produkte sind nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg Schlankheitsmittel unter der Lupe ohne jegliche Wirkung. Im schlimmsten Fall können die Mittel sogar gesundheitsgefährdend sein. Frau Dr. Susanne Wiesner, Ernährungsmedizinerin, im Interview mit Stern, Zitat: Wenn Sie im Internet nach dem Thema Übergewicht suchen, finden Sie so viele diffuse und teilweise haarsträubend falsche Informationen. Das liegt daran, dass Übergewicht von vielen Faktoren abhängt und jeder Mensch eine individuelle Strategie braucht, um dagegen anzukämpfen. Menschen, die es geschafft haben, abzunehmen, stellen oft ihre Erfahrungsberichte ins Netz und sind dadurch auch sehr glaubhaft. Aber was für sie funktioniert hat, muss für andere noch lange nicht funktionieren. In der Forschung zum Thema Übergewicht sind wir heute da, wo wir beim Bluthochdruck vor 20 Jahren waren. Es gibt nur sehr wenige Medikamente, die wir in der Therapie einsetzen können. Zitat Ende. Eine Teilnehmerin, 20 Jahre, aus dem Online-Seminar schrieb: Stell dir allein das folgende Beispiel vor. Du hast enormen Appetit und Hunger auf einen Schokoriegel. Vielleicht findet dein Körper die Mixtur aus Energie, Magnesium, Schokolade, Eiweiß und Zink, Erdnüsse, momentan ganz hilfreich. Da du jedoch als ernährungsbewusster Mensch weißt, dass Schokoriegel gleich böse ist und du sowieso etwas abspecken solltest, nimmst du lieber einen Salat, denn Salat gleich gut. Was ist die Folge? A. Du wirst weiterhin Appetit auf den Schokoriegel verspüren und B. Du wirst dem Körper zudem Überflüssiges zuführen. Und was macht ein Körper mit Überflüssigen, besonders wenn er merkt, dass ihm sonst das, wonach er verlangt, verwehrt wird? Richtig, er wird diese unnötige Nahrung einspeichern, aber sein Verlangen nach dem Verbotenen steigern. Wenn es für dich noch nicht paradox genug klingt, auch wenn du durch den einfachen Genuss des Schokoriegels nicht zugenommen hättest, ist die Tatsache, dass du ihn dir entbehrst, ein Zeichen dafür, dass du gedanklich ganz tief in der Diätindustrie steckst. Aber das wollen wir ja bei uns ändern. Zitat Ende. Diäten wurden zum Kassenschlager, weil sie wunderbar funktionieren. Schauen wir uns mal in Kürze an, wodurch Diäten und den Schlankheitswahn der Rubel so richtig zum Rollen gebracht wird. Welche wunderbaren Ernährungskonzepte, Ersatznahrungen, Sportgeräte, Fitnessübungen, Modeentwürfe und weitere Geldideen müssten wir bloß ohne die Erfindung der Diäten vermissen. Es wäre doch ein Jammer, findest du nicht? In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich. Sogar an Tassen, T-Shirts, Ringbüchern und vielem mehr, auf dem steht I'm fat but you are ugly, I can diet, übersetzt so viel heißt wie
Ich bin fett, aber du bist hässlich. Ich kann eine Diät machen. Verdienen das Geld, denn es kaufen diejenigen, die immer noch glauben, dass eine Diät die Lösung für ihr mangelndes Selbstbewusstsein ist, das im Übrigen durch Diäten zerstört wurde. Schau dir noch an, wohin die Besessenheit von Gewichtsverlust wirklich führt. Es lässt Geld in die Taschen derjenigen fließen, die Illusionen verkaufen. Es ist genauso wie mit dem Krieg. Der Film War Dogs, der nach wahren Begebenheit gedreht wurde, zeigt, wie mit dem Leid der Menschen Geld verdient wird. Und wenn es ganz offiziell Regierungen machen, warum nicht auch Geschäftsleute, die mit Menschen Gewinne machen, die verzweifelt versuchen, ihr Gewicht unter Kontrolle zu bekommen? Eine Teilnehmerin aus meinem Online-Seminar 2007, 45 Jahre, beschrieb es so. Ich habe in meinen alten Tagebüchern geblättert und mir ist erst jetzt im Nachhinein bewusst geworden, wie ätzend diese Diätmisserfolge waren. Neben vielem privaten Frust. Damals habe ich das wohl gar nicht als so schlimm empfunden, aber jetzt war es zum Heulen. Diese Quälerei, für 1 oder 2 Kilo weniger wochenlang Kalorien zu zählen und jeden zweiten Tag eine Stunde walken und nach 2 Monaten nur 1,5 Kilo weniger bei 1600 Kalorien. Nach 3 Monaten habe ich meist aufgegeben. Ein halbes Jahr später hatte ich 5 oder 6 Kilo mehr drauf als vor der Diät und dann ging die Quälerei wieder los. Mal mit 1400 Kalorien, mal mit 1800 Kalorien. Bei 1800 Kalorien hatte ich dann nach 6 Wochen sogar 1/2 Kilo mehr als vor der Diät. Und so oder so ähnlich ging es jedes Jahr. Immer wieder motivieren, immer wieder versagen. Mit jedem Mal habe ich 5 Kilo Gewicht gewonnen und 5 Kilo Selbstbewusstsein eingebüßt. Zitat Ende. Eigentlich will niemand wirklich gesagt bekommen, was und wie er essen soll, wann und wie viel er sich bewegen soll, nicht wahr? Freiheit ist der Mensch höchste Gut, deshalb werden Kriege geführt. Das zeigt doch am deutlichsten, wie sehr die Menschen ihre Freiheit lieben und wie ungern sie diese abgeben. Erst wenn man oft genug gescheitert ist, verliert man den Halt und glaubt nicht mehr an sich selbst. Menschen fühlen sich in einer Abhängigkeit niemals wohl. Die Frage, ob das System Diät zur Gewichtsreduktion funktioniert, kommt selten auf. Auch wenn immer noch von allen Seiten behauptet wird, dass es doch so viele Menschen geschafft haben, mit Diäten abzuspecken. Niemand fragt danach, ob es dauerhafte Erfolge waren. Irrsinn der Diätlogik Teil 2, Ende, schalte um zum Teil 3.